Kunstatrium ist eine staatlich BAföG anerkannte Schauspielschule inmitten von Hamburg. Wir wollen künstlerische Schauspielpersönlichkeiten ausbilden und darüber hinaus haben wir auch internationales Schauspiel mit auszubilden, das heißt nationale und internationale Schauspielmethoden zu vertreten. Dabei sind wir sehr stark verbunden mit dem ACTA Studio in New York und Los Angeles. Darüber hinaus ist das Atrium ein künstlerisch-kreatives Schauspielensemble. Das der erste Jahrgang, der zweite und der dritte, der wird gemischt in der Ausbildung. Also es gibt sehr viele Synergien. Madness, a disease that runs directly through your veins, Godfrey. Cut it off, lad. What happened? Mit anderen Profis in dieser Klasse zusammenarbeiten zu können, es ist eine Bereicherung. Der Gedanke im Ensemble, kommt es auf jeden Einzelnen an. Wir sind wirklich wie eine Gemeinschaft, ein Ensemble. Wir kreieren halt zusammen. Es macht einfach mega Spaß, diese ganzen verschiedenen Künstlertypen um sich rum hummeln zu haben. Bemerkenswert finde ich, dass man in dieser Ausbildung gerade im ersten Jahr so viel Freiheit hat, sich auszuprobieren. Und gleichzeitig bekommt man eine Struktur vorgegeben, die einem wirklich dahin an das Ziel bringt, was man sich selbst aussucht. Wir haben quasi ganz ein Atrium, einen Schutzraum für uns, den wir uns selbst machen. Wenn ich die Szenenarbeit hier im Atrium sehe, dann bin ich sehr froh, dass ich hier gelandet bin. Weil das, was ich hier sehe, Tag für Tag, ist sehr beeindruckend und die Leute bekommen dann einen Eindruck, okay, was ist Schauspiel vielleicht wirklich? Weil oftmals hat man ja auch so gewisse Vorstellungen vorher, was das eigentlich ist und die hatte ich auch. Aber was Schauspiel wirklich ist, was diese ganze Kunst ist, das ist viel mehr und viel differenzierter, als man sich das manchmal so vorstellt. Letztlich bemerke ich immer mehr, dass in einer Welt, in der immer mehr Kreativität in allen Berufsgruppen gefordert wird, dass ich als Schauspielerin sehr gute Karten habe, als Kommunikatorin. Bei den Dozenten im Atrium ist besonders, dass sie alle aus der Profession kommen. Alle sind selbstständige Künstler, die auch bereits auf den Bühnen stehen und sehr erfolgreich sind mit dem, was sie tun. Wenn ich die Szenen sehe im Atrium, ist es eine verzaubernde Atmosphäre. In dem Moment weiß ich, dass ich hier richtig bin. Es ist das, was ich machen möchte. Das sind Augenblicke, in denen wirklich die Zeit stillsteht und jeder Atemzug lebendig wird. Jeder, der hierher gekommen ist, hat es sich am Anfang ganz anders vorgestellt, als es sich alles entwickelt. Es geht nicht nur um Schauspiel hier, es geht um viel mehr. Es geht eben um die Kunst. Diese Schauspielschule ist besonders für Menschen, die außergewöhnliche Sachen machen wollen. Ich bin jetzt ganz frisch im Level 2 und sozusagen mitten im Tsunami der Schauspielausbildung. Die ersten Schritte sind hinter mir und jetzt ist da dieses riesige Thema Bühnenreife. Und wie macht man denn sowas? Und das Atrium stellt uns da einen wunderbaren Raum zur Verfügung. Jetzt nach der Zwischenprüfung bin ich natürlich auch als Künstlerin viel mehr gefragt, weil in der Zwischenprüfung beweist man, dass der Körper da ist, dass die Stimme da ist und dass man voll einsatzfähig ist. Das Atrium ist ein Platz für Leute, die merken, es gibt kein Ende, es geht immer weiter. Und es wird immer fantastischer und immer wundervoller. Ich werde mir fremd als Lara, als Schauspielerin, die da auf der Bühne steht, und werde immer mehr überrascht von dem, was da passiert, wie sich die Stimme verändert, wie ein fremdartiges Wesen im Raum und auch die Körperlichkeit. Das überrascht, weil ich kenne das, also es ist was ganz Neues. Das ist wie, ich kenne das nicht, ich kenne diese Person nicht, die da auf der Bühne steht, obwohl ich auch Teil davon bin. Und das ist magisch.